Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sollen immer noch Nasan beim Außenposten finden, und das ist unsere Mission für heute. Sie haben Nasan also erwischt. Er braucht Hilfe. Aber auch nicht gefährlicher als wir. Los, ihr Feiglinge, wehrt euch! Nur ein bisschen Glück. Meine Güte. Was hast du denn für eine Maschine hier? Die möchte ich eigentlich gerne nehmen. Sehr cool. Das war's schon. Ach schade, ich habe gerade so ein bisschen rumgeballert hier. Oder? Da unten sind noch welche. Wer bist du denn hier? Steve schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Okay, soll ich die Waffe vielleicht mitnehmen? Ich habe auch, glaube ich, Fähigkeitspunkte, ne? 2 Stück. Hier brauche ich 3 dazu. Chance auf mehr Rohstoffe wäre natürlich nicht verkehrt. Hier brauche ich auch 3. Kampfüberbrückung. Verlängert die Überbrückungsdauer. Konzentration habe ich mehr. Und wir wollen erstmal mehr Sachen dort. Okay, naja gut. Klettern kann ich, glaube ich, mit der Waffe nicht wirklich. Oh mein Gott, kann ich mich hier abseilen? Ja, kann ich. Gut, dann ab hier runter. Okay. Dann rede ich mal mit dir. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Okay, dann geh mal. So, ich soll zu Ravan zurückkehren. Das hält sich. Das heißt, ich habe einen ziemlich weiten Weg vor mir. Ja. Und ich habe nur noch 2 Reisepacks. Ich muss mal schauen, was ich denn brauche für Reisepacks. Oh, ich kann schnell reisen. Ja. Okay, jetzt habe ich wieder 5. Fettiges Fleisch. Na gut, dann können wir eigentlich auch dorthin reisen. Ja, komm. Wir reisen da zum Lagerfeuer. Das ist der kürzeste Weg. Wir haben dann sowieso noch einen ziemlich weiten Weg zu Schöpfers End. Da sollen wir ja auch noch hin. Das ist aber die Hauptstory. Ich denke mal, wir werden da noch 1 oder 2 Nebenquests machen, damit wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Okay. Wir müssen dort rüber. Ich hoffe mal, der ist nicht so sauer. Aber ich denke mal, das sollte klappen. Ach, hier oben bist du. Okay. Ein Mann namens Nasan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Das freut mich. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Sehr schön. Okay. So, rede mit dem Banu-Pilger. Okay, Moment. Oh Gott, das sind ja... Quest ist aber, glaube ich, der Hauptquest, oder? Ne, das ist neben Quest noch. Ehre den Gefallenen. Wir könnten natürlich dieses komische Lager erstmal machen. Das ist, glaube ich... okay, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, nicht so weit.
Doch, das ist soweit. Okay. Dann machen wir, glaube ich, doch erst das hier. Mal gucken, wo wir da am besten hingehen zuerst. Eigentlich müssten wir hier zuerst hingehen. Und dann einmal hier quer durch. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Und dann reden wir mit denen mal. 300 Meter, das ist, glaube ich, das kürzeste hier. So. Wir haben ganz schön viel Laufwege, muss ich sagen. Aber egal, wir sind Eloy oder Aloy. Ich sage immer Eloy, ne? Eloy ist ja Eloy de Young, das ist ja der komische Sänger da. Der ehemalige Caught in the Act-Sänger. Also Aloy, bitteschön. So. Okay. Müssen wir da irgendwo nach oben? Nein, ich glaube nicht. Oh, das ist schön. Meine Güte, das ist aber wirklich ein weiter Weg, oder? Bin ich hier auch auf dem richtigen Weg? Ja. Okay, gut. Das muss der Königsschrein sein, von dem Maman gesprochen hat. Ach, mit dir soll ich reden. Okay. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Okay. Oh, mal schauen, ob der den anderen dort rein lässt. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Ich dachte, Awards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Awad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit?
Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du bist feige, du hast ja keine Autorität, der Wandel geschieht bereits. Du solltest lieber versuchen, den Wandel hinzunehmen. Die Bitterkeit vergiftet dich. Dein Mitleid brauche ich nicht. Ich habe keins angeboten. Doch wenn du uns durchlässt, behältst du deinen Stolz, der dir ja so wichtig ist. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Ich hoffe, bei dir läuft alles nach Plan. Hey, die dürfen rein. Sehr gut. Ich habe den ganzen Tag geschossen. Hey. Mein Feierabend. Ich will mit dir reden, Kollege. Renn ich weg. Hallo, ich will mit dir reden. Ich habe zwei Kräfte. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sie ist dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür es stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Okay, einem haben wir geholfen. Jetzt fehlen ja nur noch zwei Antra, die wir helfen müssen. So. Okay, wir müssen... Ja. Darüber. Das heißt aber, ich muss den langen Weg gehen hier, ne? Anders komme ich nicht darüber, weil ich hier erstmal nach unten muss. Und wenn ich jetzt hier runterspringe, vermute ich mal ganz stark, dass ich da sterben werde. Königwache, diese Tage sind längst vorbei. Ach, hier geht's auch runter. Okay. Das geht natürlich auch. So, jetzt ist der Weg nicht ganz so weit. Das nehmen wir noch mit. Entdeckt. Jetzt bin ich hellwach. Entdeckt, schnappt Maul, was? Wo denn? Ach, das ist ja nur der Bezirk, ne? Oder der Bereich, wo die sich rumtreiben. Wir gehen aber hier durchs Wasser und hier drüben weiter. Sehr schön. Okay, da haben wir auch so eine kleine Maschine. Sind wegen ihrer Bauteile hier. Okay. So. Da drüben ist der nächste. Also wahrscheinlich da oben dann, ne? Da müssen wir erstmal dort die Maschinen wegtreiben. Ich denke mal, da sind wieder so eine Flatterviecher. Eloy. Einmal hier drüber. Und dann da nach oben. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch ist immer gut. Jetzt hier nach oben, okay.
So, Wildschwein nehmen wir auch noch mit. Na, das kommt sogar zu mir runter, das ist sehr gut. Aber wir müssen wahrscheinlich hier nach oben. Und die nächste Blume holen, ne? Ich habe aber noch nicht gesehen, was hier oben auf uns wartet. Oh, wer bist du denn hier? Guten Tag, kann ich mit dir reden? Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Das stimmt, da hast du recht. Ich danke dir, Jägerin. Okay. Ah, hier ist auch nicht so eine Blume. Okay. Hier sollte ich, glaube ich, nicht runterspringen. Könnte gefährlich werden. Erstmal ein bisschen heilen. Okay. Das sah nicht gut aus. Oh Mann. Ich glaube, Aloy hat sich gerade das Genick gebrochen. Also ein bisschen vorsichtiger. Ein bisschen vorsichtiger, bitte. Aber wir haben ja jetzt nur noch eine Position, die wir abklappern müssen. Zum Seeschrein soll ich mich jetzt begeben. Gut. So, dein Fleisch nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich sogar... Nee, da fehlt mir fettiges Fleisch. Fettiges Fleisch kann ich nicht mitnehmen. Wieso bin ich jetzt schon doch voll oder was? Schatzkisten, was habe ich denn hier schon wieder? Okay, voll. Metallscherben. Metallgefäß kann ich nicht mitnehmen. Rohstoffe. Was packe ich denn da mal weg hier? Nee, Draht will ich nicht aufnehmen. Durchsuche Truthahn, genau. Fettiges Fleisch. Und dann sollte ich... Ja. Wieder was herstellen können. Also Truthähne. Abknallen für fettiges Fleisch, muss ich mal merken. Ich glaube, Holz habe ich genug. Ich kann mal hier ein paar Pfeile machen. Dann ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was weg. Und jetzt können wir dort rüber gehen. Erledige die Schnappmäuler. Okay, wo sind Schnappmäuler? Da unten. Schwäche Feuer. Okay. Was sollte es gewesen sein? Wir waren weg. Hey, du bist wieder da.
Sehr schön. Kann ich mit dir reden jetzt? Komm. Ja, dann setz dich doch halt erst hin, mein Gott. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Okay. Kehre zum traurigen Mann zurück. Okay. Am besten hier oder hier? Komm, wir reisen dahin. Wir haben ja uns einen Reisepack gemacht. Wir brauchen fettiges Fleisch, damit wir uns noch eins machen können. Oder noch mehrere. Aber immer so lange, wie wir ein oder zwei haben, passt das schon eigentlich. Jetzt muss ich gucken. Wo muss ich denn hin? Hallo, ich renne ja doch schon wieder im Kreis, oder? Hallo, lass mich mal durch. Es ist so verwirrend, die Stadt hier, ey. Ich komme aber auch nicht näher ran. Ach, hier geht's nach oben. Okay. Und einmal hier rein und hier rüber. Den Sonnenkönig umzubringen, ist er längst nicht unschuld. So, dann haben wir auf jeden Fall wieder eine Nebenquest abgeschlossen. Lasst mich mal durch. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Brot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Sehr schön. Ehre der Gefallenen. Auch diese Quests haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir noch zwei. Das ist die eisige Wildnis hier. Das ist, glaube ich, das Frozen Wilds Add-on. Aber wir müssen hier noch einen Moment des Friedens müssen wir noch hinkriegen. Das ist aber auch nochmal ein ziemlich weiter Weg hier rüber. Das ist dieses komische Lager. Brutstätte Sigma. Okay. Auf in die eisige Wildnis. Na, da will ich nicht hin. Da ist auch noch eine Metallblume. Aber eigentlich müsste ich da hin. Das heißt, ich gehe hier zum Lagerfeuer und dann ist der Weg ja nicht mehr ganz so weit. Den werden wir zwar erst im nächsten Part bestreiten. Aber ich hoffe doch, ihr habt euren Spaß gehabt bis jetzt. Und macht weiter mit mir hier die Stories und Nebenquests und alles, was zu Horizon Zero Dawn dazugehört. Ich finde es gut, dass ich das Spiel endlich angefangen habe mit Spielen. Es ist wirklich richtig geil.
Okay, jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir müssen in die Richtung. Ein Stück können wir ja noch. Ein Stück können wir ja noch reisen. Stufe 27 erreicht. Okay. Hätte jetzt zwar gedacht, dass hier noch irgendwo ein Lagerfeuer ist. Ja, hier. Tut mir leid, Hase. Kaninchenknochen und fettiges Fleisch. Dann speichern wir hier. Fettiges Fleisch kann ich doch eigentlich gut gebrauchen zur Herstellung. Ja. Brauche noch mehr fettiges Fleisch. Aber ich denke mal, da werden wir im nächsten Part uns noch ein bisschen was besorgen. Und dann geht's weiter hier zur nächsten Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. You